Hallo und willkommen zurück zu Tomb Raider. Oh, jetzt muss ich immer noch da hoch. Irgendwie. Zumindest. Da sind immer noch welche. Wie kann das denn sein, dass da immer noch welche sind? Dankt. So. Aufs Maul. Was ist denn? Sind die denn? Au! Scheiße! Wo kommst du denn her, Arschloch? Na komm schon. Da drüben! Sie ist im ersten Stock! Los, Bewegung! Komm schon! Sieh mir's durch! Oh. Also jetzt mal ganz ernsthaft, wie viele sind das denn noch? Ich sehe sie nicht! Ich sehe sie auch nicht! Wo sind die denn? Ich sehe sie nicht. Ah, die sind ganz oben. Ich schwöre, wenn ich jetzt von vorne anfangen muss, dann raste ich dezent aus. Was ist denn los? Von hier. Da drüben! Sie ist im ersten Stock! Nicht bloß in Ruhe! Jetzt wird's gut! Alter! Den konntest du noch nicht mal mehr sehen, der war verbuggt. Jetzt verarscht mich doch nicht, gell? Das geht denn mal gar nicht. Wo kommst du denn jetzt her, Arschloch? Also. Bedeckung!
waren das? Da oben bist du. Sehr gut. Bring ihn doch endlich um, Mann! Was ist da los? Wer schießt? In Deckung, ein Eindringling! Nein! Das war zu niedrig! Von da hinten kommen auch noch welche, stimmt ja. Wie kann ein Mensch nur so viele Schüsse aushalten? Das Problem ist, wenn ich jetzt da hochkraxel, hol die mich da direkt wieder runter. Und da habe ich halt sowas von überhaupt keinen Bock drauf. Fuck. Wie mache ich das denn jetzt am cleversten? Nee, da komme ich gar nicht durch. Was ist los? Versuchen die von der anderen Seite erstmal abzuknallen. Wenn es überhaupt geht. Offenbar nicht. Warum muss das denn alles so kompliziert sein? Schick. Ich hab auch was für dich, mein Freund. Sehr geil. War's das? Oh, was ist denn da hinten noch? Ah, Kram zum Einsammeln, aber das war's wohl.
Na, da komme ich nur wieder da runter. Oh, Lara! Das ist doch jetzt wohl ein Scherz. Die Munition wird auf Dauer schon ein bisschen knapp. Vor allem bei so Kämpfen. Vor allem frage ich mich, wie hat das da hingeschafft? Hat das Ding da oben einen besonderen Grund? Lara hat völlig recht. Hier läuft eine gigantische Scheiße. Das natürliche Phänomen mit dem chaotischen Wetter. Die militärische Forschungsbasis. Eine Sonnenkönigin und ein verrückter Kult? Wenn ich's nicht besser wüsste, würde ich's für einen Riesenfake halten. Mit versteckten Fernsehkameras in den Bäumen. Aber ich muss zugeben, es jagt mir eine Höllenangst ein. Ich reiße zur Tarnung Witze darüber. Aber Reyes tritt mir deswegen sicher bald in den Arsch. Ich muss was Nützliches tun, bevor ich völlig durchdrehe. Ich wäre so gerne mehr wie Lara. Sie ist der Hammer. Nicht nur schlau, sie kann auch echt heftig austeilen. Und wenn sie mich bisher nicht bemerkt hat, passiert das jetzt auch nicht mehr. Außer ich mache etwas, das ihre Aufmerksamkeit erregt. Okay. Sehr schön. Ah, Fähigkeitspunkt. Wie setze ich dich denn jetzt ein? Greifen Sie nach einem Außerstand über... Kluges Mädchen. Achso, der ist schon... Ich sollte mich mal ein bisschen um meine Pistole kümmern. Gewehr einer Feuer... drei Schusssalven. Das heißt, der anzulegen, wo er verringert wird. Den Rückstoß. Oh, Schalldämpfer, das heißt, mit dem kann ich auch lautlose Angriffe machen. Mhm. Ah, jetzt erschließt sich mir auch das Ding da oben. Na, dann komm mal runter. Okay. Es bewegt sich nicht so einfach. Warum auch immer.
Das war jetzt aber nicht gerade elegant leise. Ihr zwei, bereitet die Fracht zum Transport vor, wenn ihr damit fertig seid. Aus dem Weg. Ich mach das. Willst du mich verarschen? Was ist das denn für einer? Ich will doch nur den Kopf treffen. Langsam geht er mir echt auf die Nerven. Ja, ich habe Wladimir getötet und... Jawohl! Dafür bin ich hier, Blut! Steinklemp? Nein! Na, also... Sowas mag ich. Wo sind denn die anderen Leichen hin? Ach, egal. Sau cool. Bin wieder da. Ich glaube, das interessiert die herzlich wenig. Ganz so lustig. Vermutlich muss ich Lara für diesen Job danken. Sie hat immer an mich geglaubt. Die Akademiker im College haben Filme als Unsinn abgetan. Ich war für sie nur eine dumme amerikanische Nervensäge mit einer Kamera. Aber wisst ihr was? Die meisten könnten etwas Bewegung in ihrem Leben durchaus brauchen. Und ich weiß, dass Lara tief drinnen einfach mal die Sau rauslassen wollte.
Sie brauchte nur etwas Hilfe, um das Partytier in sich aus dem Käfig zu lassen. Wir haben zusammen viele großartige Abenteuer erlebt. Diese irrwitzige Rucksacktour durch Bulgarien. Ich habe sie ständig in Clubs geschleppt. Und die Bergwanderung am Südhang des Kilimandscharo. Lara war immer nur an Ruinen interessiert. Ich habe das Gefühl, diese Expedition wird Furore machen. Lara mit Notebook, ich mit Kamera. Noch ein verrücktes Abenteuer. Ich glaube, das Abenteuer ist verrückter, als du glaubst. Der ist ganz schön zäh, Mann. Oh, hier wird gespeichert. Gut, dann mache ich jetzt hier einen Cut. Ich nehme nämlich schon wieder lang genug auf. Ich bedanke mich fürs Zusehen, Leute. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Ich weiß auch gar nicht, wie weit wir sind und wie viel da noch kommt. Aber ich glaube, als ich das letzte Mal angefangen habe, wieder waren wir bei 60%. Da kommt also noch ein bisschen was. Gut, dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüssi.